Willkommen Leute zu einem weiteren Infovideo in Fallout 76. Rocky wieder mal am Start für euch. Und unter anderem werde ich euch heute zeigen, mit was für Updates wir in näherer Zukunft in Fallout 76 rechnen können und auch welche Veränderungen so im Spiel uns erwarten werden. Ich werde euch dann natürlich auch die wöchentlichen und täglichen Challenges vorführen, auch die zeitlich begrenzten Events, die jetzt in nächster Zeit auf uns zukommen, schauen wir uns an. Aber zuallererst fangen wir erst einmal mit dem Atomic Shop an, denn der hat wie jeden Dienstagabend auch ein Update bekommen. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich mit den Paketen an, die neu ins Game gekommen sind. Unter anderem haben wir hier einmal das Disaster Dog Paket. Ihr seht unten, die Gegenstände könnt ihr euch übrigens auch einzeln kaufen, falls ihr jetzt nicht das ganze Paket haben möchtet, vielleicht nur ein oder zwei Gegenstände davon braucht. Involviert ist einmal das Bollwerk, ist ein Boot und ich muss sagen, das Boot erscheint auf diesem Bild vielleicht etwas klein, aber auf diesem Bild sieht man, dass eigentlich richtig viel Platz auf diesem Boot ist, denn man sieht hier im Hintergrund die Bastelwerkbank sowie die Stühle und Tische und da ist noch enorm viel Platz für Campgegenstände. Also eigentlich richtig gut, finde ich, weil es ist mal was anderes als ein Fertighaus. Weiter geht's mit dem Myolog-Steamer, auch sehr interessant für Fleischfresser, denn dieser generiert Myolog-Nahrung und die ist für Fleischfresser deshalb interessant, da sie denen einen enormen AP-Bonus gibt. Ja. Ich bin sowieso Fan von Camp-Gegenständen, die Ressourcen regenerieren, einfach aus dem Grund, dass wir weniger farmen müssen. Dann geht es weiter mit Abenteuer auf dem Ohio Dog Kit. Damit könnt ihr euer eigenes Dog kreieren. Passt eigentlich ziemlich gut mit dem Bollwerk dann zusammen. Passend dazu haben wir auch Bretterwände sowie ein Reifenstraßenschild. Dazu kommt noch ein Sammelgegenstand, wieder ein Plüschtier. Da gibt es ja sehr viele von. Und wenn wir schon gerade bei Sammelgegenständen sind oder einzigartige Gegenstände, möchte ich hier noch kurz erwähnen, dass wir als Fallout 76 Community vorhaben, ein Fallout 76 Museum herzustellen oder zu kreieren. Ja, wir werden unter anderem da verschiedene Unterkünfte miteinander verknüpfen. Das kann man. Ich werde da einen Bauplatz bereitstellen und dann könnt ihr auch, weil wir werden das alles auch im Livestream machen, jeden Mittwoch ab 19 Uhr abends auf YouTube, könnt gerne vorbeischauen und auch dann uns Ideen geben etc. oder vorbeikommen und mithelfen, ja, denn wie ihr wisst, wenn man in einem privaten Team sind, können auch die Teammitglieder in eurem Camp bauen. Demnach schaut gerne vorbei, wie gesagt, Mittwochabends ab 19 Uhr auf YouTube. Weiter geht's mit dem Gilden-Hauptquartier-Paket. Hier ist alles Mögliche drin, von Böden, Wänden, geöffnet, geschlossen Schild, ein trockener Waschmaschinenpaket, sowie eine Treppe, eine Gummimatte. Also hier ist es richtiges Mischmasch. Vielleicht ist ja für jemanden etwas dabei. Bin jetzt nicht so begeistert von diesem Paket. Dann haben wir hier eine Power-Rüstungslackierung, erleuchteter MIND oder meint, meiner Meinung nach wirklich zu teuer. Also 1800 Atome, Bethesda, bitte schraubt die Power-Rüstungslackierungen etwas runter. Also 1200 würde ich wirklich maximal sagen, reicht an Atomen und das auch nur bei neuen Power-Rüstungslackierungen. Ja. Ansonsten, ich meine, sie sieht cool aus, keine Frage, sieht echt nice aus, hat was. Aber 1800 Atome, wenn man überlegt, dass man für 1800 Atome hier so ein großartiges Paket bekommt, ist es schon recht teuer. Machen wir weiter mit den Paketen aus letzter Woche. Waldzufluchtspaket kennt ihr wahrscheinlich alle bereits schon. Ich selber habe es auch bei anderen Spielern gesehen. Es ist riesig groß. Auch hier meiner Meinung nach für 1800 Atome bekommt ihr was. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Camp-Gegenstände ihr darin platzieren könnt. Das ist wirklich riesig. Auch die Baubegrenzung reicht gerade so bis zur Decke des Gebäudes, weil es einfach so groß ist. Ich glaube, 4 Stockwerke hat es oder 3 oder 4, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall
Ganz groß. UFO-Jägerpaket haben wir hier noch. Auch mit der Verbündeten Catherine Swan, wer sie noch nicht hat. Sowie Outfit. Dann hier auch noch ein Campgegenstand, der euch ein Camper mitgibt. Also auch ziemlich cool. Imkerpaket. Auch hier haben wir einen Gegenstand drin, der Ressourcen generiert. Outfit etc. Alles von letzter Woche. Auch von dem Hauptpaket, weil es Zuflucht. Fluchtspaket, Entschuldigung, könnt ihr euch die Gegenstände einzeln besorgen, müsst euch nicht das ganze Paket quasi kaufen, falls ihr zum Beispiel nur das Haus haben wollt, das riesige. Dann haben wir hier noch die größten Hits, Gartenpaket reduziert. Ja, man sieht Gartengegenstände, auch hier wieder ein Gegenstand, der Ressourcen generiert, sowie ein cooles Outfit. Das Outfit gefällt mir richtig, ist sehr, sehr speziell. Ja. Also wem es gefällt, kann auch hier zugreifen. Dann haben wir hier noch zurückgewonnener Gartenpaket. Ah, wir haben hier auch, ihr seht es, den Schrottplatz Hund-Kollektron-Station. Ist auch sehr beliebt. Ja. 840 Atome, eigentlich recht günstig, dieses Paket. Ja. Wenn man überlegt, dass schon nur dieser Kollektron 500 Atome kostet. Dann haben wir hier noch Lagerkistenpaket bekommen mit drei Lagerkisten, unter anderem so eine geheime Lagerkiste, sieht auch so Bücherregal-Lagerkiste, sieht auch ganz nice aus. Hier auch unten wieder die einzelnen Gegenstände, die ihr dann von diesen Paketen rauskaufen könnt. Könnt ausgehen an Silvester-Paket. Ja, Outfits, Rucksack. Genau, hier haben wir einen Parfümspender, enthält Duftomatik-Parfümspender. Ich weiß nicht, was es auf sich hat mit diesem Parfümspender. Falls jemand dieses Paket erworben hat, schreibt doch bitte in die Kommentare, ob ihr durch diesen Parfümspender, also ob ihr mit diesem Gegenstand interagieren könnt. Bekommen wir dadurch einen Camp-Buff oder Ressourcen etc.? Oder ist es vielleicht nur eine Animation oder kann man da gar nichts machen? Also, es würde mich sehr interessieren. Weil ich es einfach nicht weiß. So, weiter geht's mit mysteriöser Scalescreen-Paket. Auch hier ein richtig günstiges Paket. Und da sieht man auch, dass eine Power-Rüstung eigentlich günstig sein kann, wenn man sie in einem Paket kauft. Denn hier haben wir die Power-Rüstungslackierung. Ja, ein ganzes Kit, also Wände, Türen etc., Camp-Gegenstände, Gemälde, ihr seht es, für 1840 Atome. Ich glaube, es ist etwas teurer, weil ich hier schon einen Gegenstand aus dem Paket habe. Wahrscheinlich 1900 Atome, würde ich jetzt nur 2000 Atome. Aber auch hier seht ihr, 1800 Atome kostet eigentlich die Power-Rüstungslackierung. Deswegen mein Vorschlag an euch, wartet immer, bis die Power-Rüstungslackierungen im Angebot sind für 1200, 800 Atome manchmal oder kauft sie in Paketen, dann habt ihr mehr davon. Weiter geht's mit dem Radioactive Outfit. Auch sehr speziell. Und hier unten haben wir nochmal einzelne Gegenstände, die ihr aus diesen Paketen herauskaufen könnt. Specials, wir haben hier Kronkorken für alle. Wir haben hier einmal für alle auch eine Armeeuniform, stählerne Dämmerung. Für Fallout-First-Mitglieder gibt es noch einen Fleischkühlraum und eine Jukebox, die 250 Atome kostet. Und auch für alle für 125 Atome einen Rahmen. Im Mottenmann-Stil. Und das war es auch schon betreffend den Atomic Shop. Ich hoffe, etwas Feines ist für euch dabei. Ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit den Updates und Infos zu Fallout 76. Und auf der offiziellen Seite von Bethesda finden wir auch so einige Versprechungen zum kommenden beziehungsweise diesem Jahr 2024. Also es kommen einige Updates auf uns zu, Veränderungen, auch Kartenerweiterungen, dazu gleich mehr. Fangen wir erstmal hier ganz oben an. Ihr seht es hier, Fallout 76 2024, ein neues Jahr steht bevor. Liebe Wortbewohner und Bewohnerinnen von Appalachia, während wir unseren Blick nach vorne auf ein weiteres aufregendes Jahr in Appalachia richten, können wir nicht anders als den warmen Schein, oder ist das vielleicht auch nur Strahlung, zu spüren, der von der großartigen Spieler-Community, das kann ich nur bestätigen, also die Spieler-Community von Fallout 76 ist einfach
gigantisch, ja, ausgeht. Erst letzten Monat feierten wir unseren fünften Jubiläum, fünftes Jubiläum, sorry, und wir haben wirklich einen langen Weg zurückgelegt. Seit wir zum ersten Mal aus dem Vault und in das Ödland von Appalachia traten, insgesamt haben 17 Millionen Spieler neue Fallout-Geschichten und Charaktere mit Wastelanders erlebt. Ihr habt in Stellan der Herrschaft und Stellan der Dämmerung große Entscheidungen mit Folgen für die Gegend getroffen. Ihr seid mit The Pit und Atlantic City sogar über die Grenzen von Appalachia hinaus gereist. Ihr seid Wanderzirkussen begegnet, habt tonnenweise Inhalte mit Fallout Season freigeschaltet, gruselige Verbrannte bekämpft, seid über die glamouröse postnukleare Promenade New Jerseys gewandert und vieles mehr. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Aber wir sind lange noch nicht fertig. Und das freut mich. Ihr seht, Bethesda steckt weiterhin Geld und Zeit in Fallout 76 rein. Das wurde auch vor kurzem übrigens in einem Interview von Ted Howard nochmal bestätigt. Er ist ziemlich stolz auf Fallout 76 und vor allem, was daraus geworden ist. Ja, wir wissen, Fallout 76 hat keinen guten Start gehabt, aber mittlerweile ist das Spiel einfach wirklich richtig gut geworden, was sie draus gemacht haben. Also Hut ab hier. Machen wir weiter. Viele von euch erkunden gerade die traumhaften, aber blutbefleckten Strände in unserem Atlantic City Boardwalk Paradise Update. Während ihr einen wohlverdienten Urlaub in unserer strahlenden Vergnügungsmetropole verbringt, ist das für uns die perfekte Zeit, um nach vorne zu schauen und darauf zu blicken, was nächstes Jahr in Appalachia so los sein wird. Also, ihr seht, es kommt noch einiges dazu. Atlantic City Update kam ja mit zwei Expeditionen, ja, kam dazu. Das Waldgebiet hat einige neue Orte bekommen, Locations mit neuen Händlern, der ganzen Fraktion, die es in Appalachia so gibt. Und das war aber nur ein Teil des Atlantic City Updates, weil viele, ich habe auch gelesen, waren so ein bisschen enttäuscht, ach, wieder nur Expeditionen etc. Nee, es kommt auf jeden Fall noch mehr dazu. Ja, das schauen wir uns natürlich jetzt auch an. Und hier gehen sie dann auch natürlich auf den zweiten Teil des Atlantic City Updates ein. Im Frühjahr 2024 erscheint der zweite Teil des Atlantic City Updates, America's Playground, mit einer zusätzlichen Mission, in der Spieler den legendären Jersey Devil konfrontieren werden, sowie neue storygetriebene Quests. Finde ich richtig gut, vor allem storygetrieben. Es sind nicht neue kleine Nebenquests, sondern es hat wirklich was mit der Story in Appalachia zu tun. Das gefällt mir, ist in meiner Meinung nach auch eine echt wichtige Art an neuen Content, den sie damit reinbringt. Weitere Gebieten zum Erkunden und natürlich jede Menge Belohnungen. Krieg bleibt immer gleich. Der legendäre Satz aus Fallout 4 hier mit reingebracht, finde ich ganz gut. Aber das hält Appalachia sicher nicht vom Mutieren ab. Später im Jahr 2024, ich persönlich denke, dann spätestens im Juli, wahrscheinlich schon früher, werden wir unsere Karte nach Süden erweitern, tief in das waldige Herzland von Shenandoah. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Diese unerforschte, einst friedliche Gegend im Herzen von Virginia wird eine neue Questreihe sowie neue Fraktionen und Belohnungen liefern. Also da freue ich mich auch riesig drauf. Es wird also quasi ein neuer, riesiger Ort. Gehe ich schwer davon aus, ähnlich wie zum Beispiel Nuka World und Tour damals. Mit einer neuen Fraktion. Also hier steht zwar die Mehrzahl Fraktionen, aber ich bezweifle, dass es mehrere Fraktionen sein werden. Und wenn doch, welche sollen diese dann sein? Also vielleicht welche aus Fallout 4 oder Fallout 3, Fallout New Vegas. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, welche Fraktionen noch dazukommen. Bin aber echt sehr gespannt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr meint, was für Fraktionen wir erwarten können. Oder welche ihr euch eventuell wünscht.
Durch das kommende Jahr hindurch wird das Team auch die beliebten saisonalen Events von Fallout 76 stärker ins Rampenlicht stellen. Finde ich schon mal gut. Wir freuen uns darauf, sie häufiger abzuhalten und bei jedem Event eine Vielzahl neuer Belohnungen anzubieten. Bedeutet, wir bekommen die Events öfter. Sie werden mehr ins Rampenlicht gestellt. Was sie jetzt damit wirklich meinen, vielleicht einfach, dass sie daran arbeiten, zum Beispiel neue Belohnungen, neue Baupläne, etc. Es gibt auch Pläne für neue saisonale Events, die unser Angebot abrunden sollen. Oh, das finde ich cool. Also wir kennen ja die ganzen Fastnacht, dann hier Fleischhapper-Event, Alien-Event und wie sie alle heißen. Und jetzt sollen auch tatsächlich neue Events kommen. Finde ich richtig cool. Also Bethesda hat da wirklich viel vor. Das sind viele Versprechungen. Ich hoffe sehr, sie halten diese auch alle ein. Also macht euch bereit auf das Jahr 2024 etc. steht da noch. Also ich bin wirklich gespannt. Ich werde euch natürlich weiterhin auf den Laufenden halten. Ich werde wieder jeden Dienstagabend ein Infovideo raushauen für euch. Ich hatte ja eine kleine YouTube-Pause, Zwangspause, wenn man so will. Und bin jetzt aber wieder zurück und werde auch regelmäßig Content bringen. Inmitten all dieser aufregenden neuen Inhalte planen wir auch, diverse zusätzliche Features und Verbesserungen zu veröffentlichen, die unseren passionierten Baumeister und Abenteurer gleichermaßen zugutekommen. Ob ihr die Wildnis Appalachias schon seit Tag 1 durchstreift oder euch erst noch an das natürliche Licht außerhalb der fluoreszierenden Hallen von Vault 76 gewöhnen müsst, nächstes Jahr verspricht eine aufregende Zeit zu werden, um in Fallout Abenteuer zu erleben oder auch im Ödland sich Freunde zu machen. Also ich bin auch der Meinung, dass 2024 auf jeden Fall ein großes Jahr für Fallout 76 sein wird. Gerade weil Bethesda versprochen hat, da jetzt noch mehr Zeit und Geld zu investieren. Ich werde auch ein extra Video zu Fallout 76 2024 machen, um zu zeigen, wie sich das Spiel die letzten Jahre so verändert hat, was alles dazugekommen ist und wieso es sich lohnt, gerade jetzt mit Fallout 76 anzufangen, beziehungsweise wieder anzufangen. Weiter unten erwähnen Sie auch die Fallout TV-Serie, dass sie bald Premiere hat. Auch dazu werde ich ein separates Video machen, in welcher Verbindung die Fallout TV-Serie zum Beispiel mit den Games haben wird. Und was für Geschichten wir erwarten dürfen, welche Schauspieler, Hauptdarsteller, Nebendarsteller dort mitspielen werden, etc. Und das war es auch schon, was die kommenden Updates betrifft. Also die großen Updates. Natürlich kommen noch viele kleine mit Patch Notes. Auch diese werde ich euch natürlich zukünftig immer dann vorstellen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch kurz rüber und schauen uns die Challenges sowie zeitlich begrenzten Events an. Zu den täglichen und wöchentlichen Challenges gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Es sind eigentlich ziemlich leichte Aufgaben. Wir gehen sie ganz schnell durch, bevor wir uns die zeitlich begrenzten Events anschauen. Hier einmal verwerte Vorkriegsgeld, töte einen legendären Gegner, trinke Tee, schließe tägliche Operationen ab, sammle einen Treibstofftank oder Gaskanister, sammle eine Teekanne, sammle Redaway oder Redex, repariere Rüstung, Waffen oder Powerrüstung und lande bei einem Gegner einen kritischen Treffer. Also alles ziemlich easy. Vielleicht bei den Teekannen kann man sagen, okay, die sind etwas schwerer zu finden, wenn man nicht weiß, wo. Kleiner Tipp: In der riesen Teekanne findet ihr natürlich auch Teekannen. Ich glaube, zwei an der Anzahl. Es gibt natürlich auch noch mehrere Möglichkeiten. Aber wie gesagt, die Challenges dieser Woche und auch die täglichen sind ziemlich easy. Im Januar sieht es noch etwas mager aus betreffend der Events, aber ab Februar wird es definitiv etwas voller. Ihr seht es hier auf dem Community-Kalender. Wir haben noch bis zum 15. Januar das Goldrausch-Event und das Doppelmutations-Event laufen. Dann haben wir eine kurze Zeit nichts und dann ab 25. bis zum 29. Januar haben wir das Schatzsucher-Event, Schatzjäger-Event, Entschuldigung, und das Doppelmutations-Event nochmal. Vielleicht überrascht uns ja Fallout mit einem Überraschungsevent zwischen dem 15. und dem 25. Januar. Ich bin mal gespannt.
Ansonsten, Leute, war es das hier von dem Infovideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr kennt das Spiel, Daumen nördliche Richtung. Abonniert den Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Kommentiert das Video. Und ansonsten war es das hier von mir. Euer Rocky und bis auf bald.